Gut gespeist? Ja, sehr gut. Vielen Dank. Dankeschön. Ich hoffe, die Teller sind leer. Okay, das freut mich. Wer von euch kennt mich noch nicht? Eins, zwei. Schön, dass ihr da seid. Robert, Peter, mein Name ist Luis Blanco. Ich leite hier die Arbeit von Christen im Beruf in München. Wer ist ein großer Fan von Social Media? Oh, nicht gleich alle Hände hoch. Also, ich bin großer Fan von Social Media, aber nicht um mir die Dinge anzuschauen, sondern einfach Dinge hineinzustellen. Und vielleicht kennt ihr dieses Wort Influencer. Schon mal davon gehört? Okay, Influencer. Wisst ihr eigentlich, dass ihr alle Influencer seid? Ihr alle seid Influencer, also nicht nur ich und vielleicht du, sondern wir alle sind Influencer. Jetzt sagt ihr euch, was war jetzt am Frühstück von Luis drin, dass er so jetzt schon spricht? Ich möchte euch erinnern, kennt ihr noch die Jahreslosung für 2023? Ja. Genau, aus dem 1. Mose. Für diejenigen, die es jetzt vielleicht akustisch nicht gehört haben, du bist ein Gott, der mich sieht. Und wie ich das Ende 22 gehört habe, das war für mich, wow, wo ist die Couch? Ich setze mich jetzt dahin. Und da heißt es, der Gott, der mich sieht, der mich kennt, der dich kennt, der dich kennt, der dich geschaffen hat. Und wie ich dann Ende letzten Jahres dann die Jahreslosung für 2024, da habe ich plötzlich gemerkt, die Couch ist weg. Weil da heißt es aus dem 1. Korinther, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Also bereits am 9. Januar habe ich schon gemerkt, das ist für mich schon sehr herausfordernd, weil ich mir da gedacht habe, war das in Liebe, wie du jetzt gerade reagiert hast? Und dieser Gedanke oder diese Nachricht, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, ist, wo ich sage, ihr seid Influencer. Nicht nur Social Media, dein Foto, deine Pose, ja, sondern wir sind alle Influencer. Mit den Menschen, mit denen ihr es zu tun habt, mit den Männern, mit denen ihr es zu tun habt. Ihr seid ihnen vielleicht Vorbilder, ihr seid Influencer. Und deswegen bitte ich euch, und ich gebe euch das wirklich mit als Hausaufgabe, betet in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten für Männer, für Menschen, für Familien, die ihr mitbringen könnt zum Männerfrühstück. Und da ist es wichtig, Männer mitzubringen. Weil in der Bibel heißt es, Jesus sagt, Männer, liebt eure Frauen und eure Familien, so wie ich die Gemeinde geliebt habe. Und deswegen, wenn wir Männer wirklich da stehen, wo wir stehen müssen, als Familienväter oder als Großväter oder als Mann selbst, dann geht es der Familie gut. Und das ist so der Impuls, den ich im Vorfeld hatte, dieses Wort Influencer mal in einer Art und Weise zu verwenden, was wir vielleicht in der Form noch nicht so in der Art und Weise gesehen haben. Ich habe es auch gesagt heute, wie ich so das Frühstück gestartet habe, mit welchen Erwartungen bist du hier heute? Bist du mit der Erwartung hierher gekommen, okay, ich gebe genug Nahrung und mein Bauch ist gefüllt? Hoffe ich, dass auf jeden Fall es so ist, aber dass er darüber hinaus noch wirklich etwas erwartet. Dass er wirklich sagt, okay, ich mache jetzt meine Lauscher auf, justiere da, schalte vielleicht meine Gedanken, die Dinge, die vielleicht mich die letzten Stunden, die letzten Wochen, die letzten Monate oder sogar auf der Fahrt hierher mich irgendwie vom Fokus weggebracht haben. Blendet es mal aus, macht eure Lauscher auf und auch eure Augen und vor allen Dingen euer Herz macht auf, damit das, was gesagt wird, wirklich da hineinkommen kann. Also nicht nur hier oben im Verstand hängen bleibt, sondern von hier wirklich hier runterkommen kann. Und ich glaube, dass für jeden heute was dabei sein wird, was er mitnehmen kann. Ich freue mich umso mehr, dass er heute hier da ist, dass er Gott sei Dank Verstärkung mitgebracht hat mit dem Xavier, dass er hier mit dabei ist und dass er seinen Papa richtig voll powerful unterstützt.
Und wie wir es gewohnt sind, wollen wir doch den Alexander mit einem mächtigen großen Applaus begrüßen, dass er hier ist. Dann von meiner Seite guten Morgen auch. Hallo. Danke Luis auch. Ja, ich glaube, es war eher so ein Bewerbungsgespräch bei dir, oder? Du hast jetzt gewartet 3 Jahre, Talk, der Typ war aus Österreich. So schmeißt man wieder raus. Also jetzt bin ich sozusagen eingestellt, ja. Also guten Morgen auch von meiner Seite. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt jetzt ein paar Kalorien, ein neues Zuhause geschenkt. Das sollte funktioniert haben. Und wir werden einfach jetzt schauen in den nächsten paar Minuten, was es eigentlich bedeutet, hoffnungsvoll zu sein. Wer hat so eine Hoffnung, dass die Zeit, der wir gegenüberstehen, dass die richtig gut wird? Ja? Also wenig, ja? Ja? Also manche sind da ehrlich, manche sagen, hey, du, da geht was, manche sagen, schwierig. Wenn ihr draußen so mit Leuten sprecht, dann ist es für viele natürlich eine Herausforderung gerade, auch finanzieller Natur. Wir haben Kriege, wir haben sämtliche Erhöhungen finanzieller Natur und es ist nicht leicht, ja? Aber nichtsdestotrotz, heißt vielleicht auch der Titel Hoffnung, die unter die Haut geht, ist das Leben gut, ja? Weil wir einen Gott haben, der gut ist. Und der hat auch das eingeplant. Ja? Das war jetzt keine so Überraschung für ihn, oh Gott, da gibt es einen Krieg oder irgendwelche Stromerhöhungen, sondern Gott hat das im Griff. Ja? Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen und wie weit wir das auch angehen wollen, gemeinsam als Christen. Ja, ich bin in meinem Job viel unterwegs. Ich hoffe, das funktioniert jetzt von hier. Oder auch nicht. Ja, war super. Ich bin in meinem Job ja viel unterwegs und immer wieder mal auf einer Raststation, und das ist schon jetzt ein paar Jährchen her, aber ich erzähle euch die Geschichte trotzdem. Bin ich rein zu der Kassiererin, dann so die Ansage, Zapfsäule 2. Dann schaut sie mich so an, so 56, 80. Und dann denkt, okay, die ist nicht so gut drauf. Und dann habe ich gesagt, guten Morgen. Sie so, morgen. Ja? Da sage ich zu ihr, aber heute ist kein guter Tag für Sie, oder? Sagt sie, der beste Tag wird sein in 16 Jahren. Und dann könnt ihr euch vorstellen, was in 16 Jahren ist, da geht sie dann in Pension. Und ich bin ja vom berufsfähigen Motivationscoach schon 20 Jahre und denke, okay, jetzt muss die Frau so wieder aus der Reserve holen. Und ging dann zu ihr und sagte, ja, aber irgendwas muss ja geben, was sie heute jetzt motiviert, was sie hoffen lässt und wo sie inspiriert sind. Und sie so, nee, 16 Jahre. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, muss mit ihr reden. Dann hat sie mich so gefragt, warum sind eigentlich Sie so gut drauf? Was machen Sie beruflich? Dann habe ich gesagt, ja, ich bin vom Berufswegen Motivationstrainer. Dann sagt sie so, oh Gott, wir hatten auch so eine Schulung. Und dann habe ich gesagt, okay, bei Ihnen hat es ja nichts geholfen, ja? Und so ist es ja oft im Alltag, ja? Wir erleben so Dinge, aber erleben dann kein glückliches Leben. Und dann habe ich gesagt, ich möchte Ihnen den Tag trotzdem ein bisschen versüßen. Vielleicht haben Sie irgendetwas, was in den nächsten paar Stunden Sie irgendwie das Herz höher schlagen lässt. Und dann habe ich sie gefragt und sie sagte, ja, 11.30 Uhr, erste Pause. Dann sage ich, ja, was machen Sie in der Pause? Ja, hinter mir war ein Mann, ihr kennt die Leute, einen halben Meter Abstand, so ein Darth Vader, gestresst hinter mir. Dann hat er geschrien, was ist da vorne los, wieso geht da nichts weiter? Dann habe ich mir umgedreht und gesagt, ja, ich kann Sie gerne vorlassen, wenn Sie mir sagen, was Sie mit den 30 Sekunden Lebenszeit dann anfangen wollen. Das hat er dann nicht so witzig gefunden. Auf alle Fälle war es dann so, dass ich halt dann der Dame das Gespräch weiter suchte. Sie sagte mir dann, sie freut sich auf die Pause, auf den nächsten Kaffee und auf die Zigarette. Dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir es so. Ich möchte Sie jetzt auf diese diesen Kaffee einladen. Suchen Sie sich da oben einfach irgendeinen Kaffee aus und packen Sie ihn auf die Rechnung. Und sie schaut mich dann so an, so, warum? Dann habe ich gesagt, ja, weil ich es mir leisten kann. Jeder von uns kann sich einen Kaffee leisten, oder? Jeder von uns kann jemanden anderen auf einen Kaffee einladen, der redet. Ist das richtig oder richtig? Ja. Wunderbar. Jeder von uns kann das. Jeder kann das kleine Glück bei jemand anderen auslösen. Das ist gar kein Problem. Und dann hat sie den Kaffee halt draufgepackt, Rechnung abgeschlossen, ich habe gezahlt und wieder raus. Und bei den Raststationen sind dann diese ganz großen Glasscheiben. Und ich habe gesehen, wie sie mir wirklich hinterher gesehen hat. Sie guckte so hinterher und war wirklich so, was ist da jetzt gerade passiert? Und wie habe ich ausgesehen? Ja, an dem Tag habe ich halt Anzug angehabt, Krawatte, schöne Lederschuhe. Und dann bin ich so rausgegangen, dass ich wahrscheinlich dachte, okay, der Typ ist gut drauf,
der fährt einen Sportwagen, dem geht's gut, der ist erfolgreich, der hat keine Probleme, gar keine. Der hat immer nur die Sonne an unserem Allerwertesten beschienen, ja? Dem geht's gut, der hat keine Sorgen, der hat keine Herausforderungen, der hat immer einen hoffnungsvollen Moment. Was aber diese Frau nicht weiß, und da würde ich euch jetzt gern ein kurzes Video zeigen, ist, wie ich gelebt habe und wo ich herkomme. Los geht's. Schule, Zombie-Gesicht, Aussätziger, Junge aus der Hölle. Es waren unterschiedliche Zuordnungen, die ich bekommen habe. Und jeder hat wehgetan. Du wirst dir vielleicht denken, was redet der? Hat vielleicht komische Frisur, lange Haare, aber was redet der Typ da? Die Krankheit, die ich hatte, die 20 Jahre, ist Neurodermitis. Das ist eine Hautkrankheit, kommt anscheinend sehr, sehr oft vor, auch bei Kindern ganz stark ausgeprägt. Und bei mir war es halt so, dass ich in der schlimmsten Fälle im deutschsprachigen Raum war. Gibt es da kein Ranking, aber die Ärzte waren immer erschrocken, wenn sie mich gesehen haben. Kann man sich vorstellen, als hätte man den ganzen Körper einen Krusten und eingetrocknetes Blut und Risse, also dick wie Bierdeckel. Und das zu haben, diese Krankheit, war 20 Jahre Horror ohne Hoffnung. Das Gefühl war immer sehr einfach erklärt. Das Gefühl den ganzen Tag, 24 Stunden, war so, als würdest du dich auf der Herdplatte verbrennen. Also nachdem ich ja mich gekratzt habe, ich mich meistens auch gleich eingeschmiert wieder. Also aber am Tag sicher mich so 50, 60 Mal pro Tag eingeschmiert. Also ständig. Ich habe mir dunkel die Zähne geputzt, weil ich mein eigenes Spiegelbild gehasst habe. Also nicht, wo ich gesagt habe, okay, habe vielleicht ein bisschen zu kleine Nase oder vielleicht ein Pickel hier oder da oder ich könnte vielleicht hier oder da weniger mehr Bart haben, sondern es war ein abgrundtiefer Hass meiner eigenen Persönlichkeit. Aber bevor die Nacht losgegangen ist, viel schlimmer wie die Nacht selbst, war der Weg eigentlich zu meinem Bett. Weil das Bett war voll mit Blut, voll mit Krusten, voll mit Schuppen. Und wenn man so viel Blut verliert jede Nacht und so viel Krusten verliert, dann gibt man es auch irgendwann einmal auf, jeden Tag das Bett zu überziehen. Und dann hat es ganz lange gedauert, bis ich überhaupt einschlafen habe können, eben weil ich 4-5 Stunden nur gekratzt mich selbst geschlagen habe. Therapiemäßig habe ich vieles ausprobiert. Vieles, was nicht funktioniert hat. Also schulmedizinisch natürlich alles, was dazugehört, von Cortisonbehandlungen bis sämtliche Sachen an Medizinen, das das Immunsystem auch stärkt, etc. etc. Ich hatte über 900 Allergien. Ein kleines Beispiel, ich habe 2 Jahre nur Haferflocken mit Wasser gegessen. Also wenn ich heute in Hotels bin, bin ich viel unterwegs, dann möchte ich keine Haferflocken mehr sehen. Dann habe ich natürlich im esoterischen Bereich alles ausprobiert, sprich von Dunkelkammer und sich Selbstfindungsprozessen bis hin zu Schamanismus, alles ausprobiert in dem Bereich. Es gibt fast nichts, was ich nicht gemacht habe, aber eines weiß ich, dass das die ganzen Dinge nur etwas gelindert haben, aber nicht geheilt. Diese 20 Jahre Leid, es war immer wieder ein neues Planen, wie könnte ich sozusagen eine neue Therapie ausprobieren, die mir hilft, was könnte mir helfen. Es hat wieder Hoffnungsfunken gegeben, immer wieder, wie immer wieder Tiefschläge. Und es war immer ein Stückchen Klettern und ein Stückchen Zurückfallen. Ich habe immer für mich im Kopf gehabt, dass der Tod nicht wirklich schlimmer sein kann als das Leben, das ich führe. Der Versuch, mich zweimal umzubringen, war immer mit Schlaftabletten. Zweimal mit einer Überdosis Schlaftabletten. Und beim ersten Mal habe ich weiß nicht mehr genau, 4 oder 5 Schlaftabletten gegessen und runtergeschluckt und habe dann ziemlich lange geschlafen, habe wieder aufgewacht und habe gedacht, okay, du musst das verdoppeln und habe dann 8 oder 9 Schlaftabletten genommen und bin aber wieder aufgewacht. Und da habe ich auch wieder eine Lernerfahrung gemacht, dass ich mir damals, obwohl ich ja eh schon gewusst habe, ich kriege nichts auf die Reihe, also wirklich nichts, keinen Schulabschluss, keine Freundin, keine Ausbildung, kein normales Leben. Da habe ich mich dann gefühlt wie der größte Versager. Warum? Weil ich es nicht mal geschafft habe, mich selber zu töten. Ja, die Jobsuche, das war so, wie wenn man den Heiligen Gral sucht. Also das war bewerben, bewerben, nochmal bewerben. Der Job, den ich dann bekommen habe, war
aufgrund dessen, dass mein Chef eine coole Socke war. Der war einfach sehr sozial, denke ich, und es war eine große Gärtnerei. Die Gärtnerlehre war ein toller Beruf, man ist draußen, man ist in der Sonne, man ist in der Natur. Aber meine Krankheit machte mir dann wieder einen Strich durch die Rechnung, indem einfach in meine ganzen Fleischwunden, die ich hatte, dieser Erdstaub einwirkte und ich dann eine Blutvergiftung ausfasste und gleich direkt von der Gärtnerei ins Krankenhaus eingeliefert worden bin. Also meine Zukunftsaussicht war von meinem Krankenbett zum Fenster. Das war's. Meine Zukunftsaussicht war nur, ob ich die morgige Therapie überhaupt überstehe. Meine Zukunftsaussicht war, ich wünsche mir, dass ich mich morgen ein bisschen besser fühle vielleicht. Das war das Einzige. Jobmäßig habe ich an dieser Stelle eigentlich aufgegeben. Der Entschluss, dann meinen dritten Selbstmordversuch zu starten, war an einem Sommertag. Es war kurz vor meinem 18. Geburtstag, wo mein Vater das Krankenhaus besuchte und mit dem Chefarzt sprach. Und mein Vater kam zurück mit Tränen in die Augen und er hat nur zu mir gesagt, das Einzige, was du tun kannst, Alex, ist zu glauben, zu vertrauen und nicht aufzugeben. Das habe ich zwar gehört und gespürt, aber wie mein Vater da weinen gesehen hat, haben wir gedacht, es gibt nichts mehr, es gibt keine Flamme der Hoffnung mehr. Es ist wirklich alles zu spät. Alles, beruflich, privat, finanziell, körperlich, alles. Und das war für mich der Entschluss, dass ich sage, okay, wenn man dann bergauf geht, der auch in Salzburg als Suizidberg bekannt ist, und wenn ich diese, glaube ich, 35 Meter darunter springe, dann bin ich wirklich tot. Für mich war es eine seit langem wieder mal eine Aktion, wo ich selber Macht über mein Leben habe. Weil ich selbst etwas tue, was mich erlöst von diesen Schmerzen, weil alle anderen es nicht geschafft haben. Ich stand da auf dem Berg und die Stimme war, los, spring jetzt endlich, mach Schluss mit dem Ganzen. Und eine andere Stimme fragte mich aber gleichzeitig, was erwartet dich überhaupt? Gibt es einen Gott oder gibt es keinen Gott? Vielleicht gibt es eine Hölle, wenn ich dahin komme. Naja, ist es auch nicht besser wie jetzt. Egal, ich springe jetzt, mir reicht es. Es ist einfach Schluss und ich möchte mein Leben beenden. Doch meine Fleischwunden blieben am Geländer hängen. Und in diesem Moment wusste ich, dass es ein Zeichen ist, dass ich das Leben nochmal neu anschauen sollte. Gut, also meine Aussage war ja, es ist alles zu spät, es gibt keine Hoffnung. Heute kann ich sagen, es gibt immer Hoffnung. Amen. Immer. Es gibt nicht einen Tag, wo es keine Hoffnung gibt. Es gibt immer etwas, wo wir etwas bewirken können da draußen, wo wir etwas besser machen können. Es gibt etwas da draußen, was wir bewegen können, in uns selber, bei anderen. Es gibt immer eine Hoffnung. Und ich möchte mit euch jetzt, es war ja ein trauriger Teil, wenn es euch recht ist, die nächsten 40 Minuten den guten Teil announcen. Die Dinge, die ich erlebt habe mit Gott, die gut waren und die mein Leben absolut verändert haben und ich heute hier sagen kann, das Leben ist sehr, sehr gut mit Gottes Hilfe an der Seite. Und der erste Punkt, den ich für mich so gelernt habe, war, dass Gott mir zeigte, dass jeder Tag zählt. Wir sind heute hierher gekommen und gesagt, okay, mehr oder weniger gut aufstehen. Mein Sohn hat halt sehr viel gehustet in der Nacht. Wir haben, glaube ich, beide nur 40 Minuten geschlafen. Ja? Sind ein bisschen müde, aber trotzdem ist der Tag gut, oder? Und jetzt probieren wir das einfach einmal. Wir fragen mit dem Nachbarn von links nach rechts, und ist der Tag heute gut? Ja oder nein? Also einfach mal nach links oder rechts schauen. Ja, manche laufen schauen. Heute sind keine Frauen dabei, die das für uns machen. Wunderbar. Wunderbar. Gut, und jetzt haben wir wieder zum Nachbarn und Kollegen. Das geht dir gar nichts an. Ja? Wunderbar, funktioniert. Also wie ihr schon seht, der Tag ist gut und jeder Tag zählt. Was habe ich gelernt? Vielleicht jetzt auch ein kurzer, ein trauriger Point in meinem Leben gewesen, aber ich erzähle es euch trotzdem, weil es hat sehr viel in mir bewegt und ich hoffe, ich kriege jetzt keine Tränen irgendwie in meine Öhrchen hinein. Es war so, ich bin ja dann von Mönsberg runtergegangen und mein Primarzt hat mich dann gefragt, du Alexander, wo warst du? Und ich halt so, ja, ich war spazieren. Und er so, nee Alexander, wo warst du? Ja, du warst spazieren. Sagt er, lüg mich nicht an, wo warst du? Und dann habe ich halt ganz beschämt gesagt,
Naja, ich wollte mich umbringen. Und mein Primararzt, ganz pädagogisch wertvoll, medizinisch verständnisvoll, hat mich angesehen und gesagt, du bist ein Volldepp. Ja? Manchmal auch bei Christen brauchen wir Leute, die, mein Opa hat das immer so genannt, die uns den Eltider geben. Wisst ihr, was der Eltider ist? Der liebevolle Tritt in den Allerwertesten. Wir glauben oft auch in Kirchen oder Gemeinden und bei Christen so, da kriegen wir jetzt ein nettes Gespräch und jemand streichelt uns und dann wird noch gebetet für uns und alles ist gut. Aber manchmal brauchen wir so einen Schubs von jemandem. Wir brauchen jemanden, der uns oft ein bisschen auch provoziert, dass wir absolut was im Leben ändern. Ich damals habe das gar nicht verstanden. Ich war richtig sauer auf ihn, dass er mich nicht versteht. Kennt ihr das bei euch selber so ein bisschen, wenn wir das Gefühl haben, die anderen verstehen uns nicht? Ja? Sind wir wenigstens ehrlich hier, Männer, miteinander. Die anderen verstehen mich ja überhaupt nicht. Ich habe ja 3 Kinder. Der andere hat eines. Ich habe den, das kann man gar nicht laut sagen, diese jetzt gerade nervige Frau, der andere hat das ja nicht, der ist ja Single. Ich habe meine Vorgesetzten, ich habe dies und jenes, ich habe diese Arbeitsplatzsituation, das hat der andere nicht. Wir vergleichen uns dann immer. Das macht uns aber kein bisschen glücklicher. Und Gott schaut herunter und denkt sich, ich habe für jeden einen eigenen Plan, wieso fängst du dich überhaupt an zu vergleichen? Und ich war da auch sauer, ich habe zu meinem Arzt gesagt, was soll denn das jetzt? Du verstehst mich nicht. Und er hat gesagt, ich verstehe dich ganz genau, Alexander. Ich verstehe dich so gut, dass ich weiß, dass du in deinem eigenen Selbstmitleid anfängst zum Stinken. Oh, da habe ich mich ja gleich viel besser gefühlt, ja. Und dann denkt er, versteht mich ja wirklich gar nicht. Und dann hat er gesagt, ich verstehe dich so gut, dass wir jetzt dein Leben ändern werden. Du kommst jetzt mit mir mit. Wir sind dann 10 Minuten später auf der Sterbestation gewesen. Und auf der Sterbestation war eine junge Dame. Knapp vor dem 30. Geburtstag. Ja? Wer ist knapp vor dem 30. Geburtstag? Ist jemand hier? Also ich bin schon lang drüber. Ich möchte jetzt hier keine Depression auslösen. Ja? Also ich bin schon lang drüber. Gibt es jemanden? Keiner da. Mein Sohnemann könnte jetzt auch zeigen. Aber es ist halt so, dass die Dame eigentlich noch viele Jahre vor sich gehabt hätte. Und sie musste aber sterben. Sie war in der Sterbephase. Leukämie, nicht gerettet werden konnte. Und sie musste sterben. Und sie hat noch ein paar Monate gehabt und der Arzt hat zu mir gesagt, Alexander, jetzt fragst du mal diese Frau und erzählst ihr, was du gerade gemacht hast, was sie so vom Leben haltet. Und liebe Männer, es war peinlich. Für mich. Ich bin hin ganz beschämt. Ich habe wirklich Tränen in den Augen gehabt. Und habe gesagt, du, ich wollte mich gerade selbst töten. Und hat sie gesagt, ja, das ist schade. Weißt du, was wir gemeinsam haben, Alexander? Wir haben beide enorme Schmerzen. Seelische Schmerzen, körperliche Schmerzen. Aber eine Sache hast du, die ich nicht mehr habe. Lebenschancen. Viele, viele Lebenschancen. Und auch wenn wir gerade viel gelacht haben, ich möchte dich jetzt ein bisschen aufrütteln. Wie viele Chancen hast du heute, nur heute? Ich sehe alles ein bisschen an. Wie viele Chancen hast du heute, wenn du rausgehst? Wie viele Chancen haben wir hier als Männer? Statt dass wir jammern, dass wir gerade Kreuzweh haben vielleicht oder ein Zehennagel eingewachsen ist, sollten wir zusammengehen. Du bist da? Wie heißt du? Alex. Alex, schöner Name. Wunderbar. Zeitlos, ja? Ich bin auch der Alex. Also wir merken uns schon mal den Namen gegenseitig. Das ist schon mal gut. So, wenn ich jetzt zum Alex gehe, kann ich ihm lang und breit erzählen, wie schlimm das alles ist, wie wenig ich heute geschlafen habe. Und das erzähle ich ihm 30 Minuten. Und wie schlimm das ist, dass ich heute noch 2 Stunden heimfahren muss und alles ist schlimm. Oder ich gehe mit Alex zusammen, bedanke mich, dass wir ein tolles Frühstück gehabt haben. Dann rede ich mit Alex, wie wir das Reich Gottes beflügeln können, oder? Macht mehr Sinn, oder? Amen. Und das ist der Tag, der zählt. Jeder Tag zählt. Und jetzt bin ich aufgestanden. Das erste Mal hat sich äußerlich gar nichts geändert, liebe Freunde. Gar nichts. Bin das erste Mal aufgestanden. Und habe in der Bibel so einen Satz gelesen, da steht, werfet alle eure Sorgen auf mich. Und ich habe viele Sorgen gehabt. Ich sage euch ein paar. Was wird aus mir? Meine Freunde haben in dem Alter, wo ich war, eine Freundin gehabt, einen Arbeitsabschluss, einen Schulabschluss, eine eigene Wohnung, die erste. Schon mal all diese Dinge hatte ich nicht. Keinen Schulabschluss, keine Wohnung, keine Freundin.
Aber was ich gemerkt habe, ist, dass ich viel Sorgen habe. Was wird aus mir? Was wird aus meiner Zukunft? Was werde ich einmal werden? Werde ich jemals in meinem Leben einen Beruf haben? Vielleicht bist du heute auch hier und hast so Fragen in deinem Kopf. Was passiert hier? Was passiert dort? Aber Gott hat für das alles eine Antwort. Das ist das Tolle. Es gibt ja Leute, die glauben, sie haben auf alles eine Antwort. Aber Gott hat es wirklich. Er hat wirklich Antworten. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich die Sorgen auf ihn werfen muss, wie schaut das aus? Und dann habe ich gelesen, dass ja die meiste Zeit eigentlich eine Sorge eine Art Angst ist, oder? Ja. Wie viele Sorgen, die wir uns machen, treffen denn wirklich ein, ganz ehrlich? Wenige. Wir sind so ängstlich. Und in Europa extrem. Wir haben hier jetzt gerade hier in Deutschland, Österreich, ja gar keinen Krieg oder sonst was. Also ich habe eine kennengelernt, die ist in der Ukraine im Kriegsgebiet gewesen. Die muss sich natürlich Sorgen machen, ob eine Bombe jetzt gerade hier einschlägt im Gebäude. Jetzt gerade wir, aber bei uns passt doch alles. Wir machen uns trotzdem Sorgen. Und hier habe ich ein paar Sorgen mitgebracht. Ja? Wir haben Sorgen, zum Beispiel nicht gerecht genug zu sein. Passiert ja auch immer wieder in der Arbeitsstelle oder in Gemeinden, in Kirchen, wo Leute ganz viel tun oder machen, damit sie gerechter werden. In der Arbeit noch eine Stunde länger draufsetzen, dass der Chef sieht, dass man motiviert und belastbar ist. In der Kirche nochmal eine Bibelstelle dann so auswendig einfach mal jemand anderen hinschmeißen. Matthäus 4, mein Freund. Und dann haut man da die Bibelstellen raus. Die haben extra auswendig gelernt, dass man glänzen kann, ja? Dass man gerecht ist. Und da haben wir Angst zu versagen, oder? Wir haben Angst, etwas falsch zu machen. Wir haben Angst, uns lächerlich zu machen. Wir haben Angst, abgelehnt zu werden. Auch wir Männer. Und das passiert oft. Sag ich ein Beispiel, war mit einer Managergruppe vor ein paar Monaten in einem großen, schicken Seminarhotel. Und dann haben alle diese 12 Männer, diese 12 Apostel, haben dann gesagt, ja, also das die 4 Tage hier, das Essen, das war grandios. Dann habe ich gesagt, okay, dann gehen wir in die Küche und sagen das dem Koch. Dann habe ich gesagt, nee, das können wir nicht machen. Nee, doch, das können wir. Da sind wir in die Küche rein, ich erzähle euch das ein bisschen, das Bild, Schwenktüre auf, müsst ihr euch vorstellen, der Koch steht drin, jetzt kommen 12 Männer in die Küche. Das könnten so wir sein. Der Koch ist so zurückgegangen. Erste Frage, was hat er jetzt für Angst? Angst, kritisiert zu werden, oder? Dann geht er so zurück, so, um was geht's denn? Und dann hat er schon nach der ersten Messe gegriffen. Ja? Und dann hat er so wirklich Panik gehabt, was jetzt da passiert. Dann hat einer der Manager zu ihm gesagt, wir müssen Ihnen jetzt was sagen, aber persönlich. Oh, dann hat er schon nach dem zweiten Messer gegriffen. Und dann ist er da gestanden und gesagt, um was geht's denn? Das ist schon lauter geworden. Und er hat gedacht, er wird kritisiert, stimmt's? Mhm. Und dann hat er gesagt, wir möchten für Sie applaudieren. Diese 4 Tage Verköstigung waren auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Dafür ein Danke von uns 12. Wow. Und er ist dann da gestanden, wenn man 100 einen Zaubertrick zeigt, so. Und dann sind wir rausgegangen und ich habe gesehen, auch durch die Scheibe durch, er hat nicht gewusst, was mit ihm passiert. Wir haben Angst, kritisiert zu werden. Ja. Das Wichtigste ist, und das ist auch viel wichtiger, ist, wir sollten die Angst, die gute Ehrfurcht vor Gott haben, nicht von Menschen. Was wird er mal über uns denken? Was wir gemacht oder nicht gemacht haben? Mhm. Und ich habe gemerkt, dass ich Angst vor Menschen gehabt habe, Angst vor meiner Zukunft. Und jetzt beim Manager kennengelernt, viele Leute, ich lerne viele Leute in meinen Job kennen, und der ist reinkommen in der Früh um 8.30 Uhr mit seinem Anzug und seinen 1400 Euro Lederschuhe. Wie so ein Lipizzaner aus der Wiener Hofreitschule. Grüß Gott, hey, grüße Sie. Schön, was Sie heute hier machen mit meinen Mitarbeitern. Ich werde der Veranstaltung nicht beiwohnen. Bin dann am Abend wieder da zur Verköstigung der Weine. Halt eine kurze Ansprache, wenn Sie das bitte mit einplanen. Dann hat man die Hand gegeben wie so ein Nussknacker. Ja, krank. So Autorität. Ich war hier, dann ist er wieder gegangen, wieder raus so. Und dann war er am Abend da bei der Weinverkostung. Er hat, glaube ich, 3-4 Gläser zu viel getrunken. Und dann hat er gesagt, Herr Hecker, was haben Sie da so gemacht mit meinen Mitarbeitern? Erzählen Sie mal. Ich brauche es ja nicht, aber erzählen Sie mal. Und dann haben wir so ein bisschen über das geredet, was eigentlich Sinn macht in unserem Leben. Und hast gemerkt, sind bei ihm Tränen in die Augen gekommen. Und dann hat er gesagt,
sind wir bei du? Sag ich, gerne. Sag ich, hat er gesagt, ich bin Alfred. Hat er gesagt, du Alex, ich bin jetzt ehrlich zu dir. Ich leite 2380 Mitarbeiter zurzeit. Und wenn ich nach Hause fahre, in meinem zwar teuren Auto, habe ich jeden Tag das Gefühl, als würden fast 3000 Menschen mich in meinen Schultern erdrücken. Die stehen auf mir. Und dann gibt es 10, 20 Leute, die sehen jeden Tag an meinen Sessel. Die sind jünger und haben studiert und ich nicht. Ich habe Angst, dass ich mit 53 was verliere? Meinen Job. Welche Angst hat der Herr? Existenzängste. Ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen erläutern können, dass Ängste da draußen ein großes Thema sind. Was sagt aber Gott? Was sagt die Bibel? Er sagt, Gott hat uns keinen Geist der Furcht geschenkt, stimmt's? Also er hat uns keinen Geist der Angst geschenkt, sondern Liebe, Besonnenheit und, ich mache hier nicht betreutes Lesen, wir probieren es jetzt gemeinsam. Was noch? Ja, Kraft. Und, danke, das sagt Klaus, die Stimme, das gefällt mir. Jawohl! Ja, und wir Männer in Kirchen oft, morgen, ja, morgen. Ja, das ist der Geist der Kraft, das spürt man schon, von der Weite. Und dann kommen neue Leute und denken sich, Gott, Christ möchte ich nicht werden. Ja, ist jetzt ein bisschen hart, aber manchmal ist es so. Und als Nachbar, morgen Nachbar, der nicht Christ ist. Und du kriegst dann, morgen. Und dann, wie geht's? Ja, Gott prüft uns alle. Und du denkst ja, oh Gott. Also wir haben oft gar nicht den Geist der Besonnenheit und Kraft und Liebe, auch Liebe. Die anderen werden nie so werden wie ich und du. Wir werden auch nie alle verstehen. Wir werden auch nicht alles akzeptieren. Und wir müssen es auch nicht, was? Einer versteht uns. Einer versteht uns. Der uns geschaffen hat. Ne? Exakt richtig. Und das ist wichtig. Also bin ich vor Gott gegangen. Und ich sage es euch jetzt ganz ehrlich, Leute, ich habe gesagt, Gott, ich zweifle an dir und ich mag dich auch nicht. Wenn ich ehrlich bin, ich bin jetzt so ehrlich hier und es wird sogar gefilmt und es wird festgehalten, aber ich bin ehrlich, ich bin authentisch in dem. Ich habe gesagt, Gott, ich hasse dich. Ich hasse es, krank zu sein, so viel Leid einzustecken. Ich habe nicht gestohlen, nicht gelogen, nichts getan. Und wenn wir uns ehrlich sind, gibt es viele da draußen, die manchmal gegen Gott wütend sind. In der Bibel finden wir Menschen, die gegen Gott wütend sind. Und Gott kennt unser Herz. Wir können noch so holy moly tun. Er sieht genau, dass wir wütend sind. Und dann habe ich aber gesagt, aber Gott, dieser kleine Funken Glaube, den ich noch habe, den möchte ich dir hinlegen, wie auf einen Altar. Und ich möchte dir vertrauen. Das ist mein letzter Strohhalm. Ich habe alles ausprobiert. Ich war bei Esoterikern, ich war bei Schamanen, ich habe alle Medikamente ausprobiert. Meine Eltern haben über 300.000 Euro investiert. Und jetzt bist nur mehr du da, sonst keiner. Und ich suche nicht das Wunder. Und ich werde auch kein Wunder-Junkie werden. Ich suche den Wundergeber. Und ich habe mich hingekniet und gesagt, den Wundergeber möchte ich finden. Und dann habe ich einen Satz gesprochen, den ich heute manchmal bereue. Ich habe gesagt, Gott, wenn du mich gesund, also wenn ich nicht gesund werde, dann lass mich mit dieser Krankheit überleben, so gut es geht. Und wenn ich gesund werde, ich habe mich wirklich hingekniet, dann verspreche ich dir, egal wo ich sein werde und egal wo du mich hinbestellst, egal wie hart mein Leben wird, wie viel ich zu tun habe, ich werde immer, immer von dir Zeugnis geben. Ja, und jetzt stehe ich hier. Halleluja. Jetzt stehe ich hier. Und ich stehe nicht nur bei euch. Und mein Job, mein Beruf, meiner Tätigkeit ist ungefähr eine 60-Stunden-Woche. Bei 30 wird mein Blut erst warm. Und wenn man 60 Stunden Arbeit, dann noch eine Familie hat und viele Projekte, dann noch Zeugnis zu geben, das sind noch circa 15 Stunden pro Woche, wo ich unterwegs bin. Ich war letztes Mal gerade in Mannheim oben, stundenlange Autofahrt, Zugfahrten, hinkommen, den Dienst zu machen. Eines muss uns klar sein, egal wo Gott dir hilft,
Er wird es nie machen, nur um dir zu dienen. Er wird es machen, um Generationen zu dienen. Er wird es machen, um andere zu dienen. Er wird es machen, um deiner Familie zu dienen, deiner Kirche, deine Freunde, dein Arbeitsplatz. Gott macht es nicht einfach zu sagen, ja, mir geht es am Ende gut. Das ist ja keine Wohlfühloase. Er sagt, ich mach's, aber es muss dann weitergetragen werden. Und dann habe ich angefangen, diese Ängste abzulegen. Und wir haben ja sehr viele Ängste, das kennt ihr ja. Es gibt zum Beispiel die Angst vor der Zukunft, da leidet der Österreicher und Deutsche stark darunter. Kennt ihr die Sprüche? In Bayern ist das ja auch oft so wie bei uns in Österreich. Nein, das haben wir noch nie so gemacht. Also, das kenne ich nicht. Kennt ihr die Sprüche in Firmen? Ja, ja. Haben wir noch nie so gemacht, ja. Aber Gott ist ein Gott der Erneuerung, der Innovation. Dinge werden besser und anders. Amen. Ja, die Zukunft. Es geht in die Zukunft. Dinge werden sich auch jetzt verändern. Absolut verändern. Dann gibt es die Angst, was kleine Kinder haben vor der Nacht. Im Dunkeln. Kleine Kinder brauchen Licht. Die wollen nicht im Dunkeln sein. Dann gibt es die Angst vor Spinnen. Frauen haben das oft, ne? Die Damenwelt. Also ich muss immer eingreifen. Da rücken die Navy Seals bei uns zu Hause aus. Wenn eine Spinne ist, klein wie eine Stecknadel. Ja? Meine Frau, Hilfe, Hilfe, ich glaube immer, das Haus brennt. Am Ende ist nur Spinne im Haus. Ja, Angst vor Spinnen. Und jetzt eine krasse Angst, wir werden es lustig finden, aber zwei Deutsche leiden darunter. Die Angst, jetzt müssen wir sich mal vorstellen, es gibt diese Angst, von einer Ente beim Spazierengehen angeguckt zu werden. Leiden derzeit zwei Deutsche darunter. Und drei Österreicher, habe ich extra heute noch gegoogelt in der Früh. Also das ist wirklich, jetzt, wir lachen, aber es ist eine Angst. Man muss sich vorstellen, man hat einen neuen Partner oder Partnerin, geht spazieren und plötzlich so, oh, Schatz, Schatz, weg, weg. Und du denkst, was ist los? Ja, da ist eine Ente. Das muss man sich wirklich mal so vorstellen, ja. Eine Angst vor einer Ente angegafft zu werden. Und das sieht man eigentlich ganz schnell in dieser Ironie. Angst muss keinen Sinn machen, oder? Angst ist einfach da. Wir haben vor so vielen Dingen Angst. Und Gott möchte diese Angst nehmen. Und das hat er bei mir gemacht. Er hat gesagt, nimm diese Angst und gib sie mir. Und ich habe gesagt, ich gebe dir die Angst der Zukunft. Ich werde eine gute Zukunft haben. Amen. Und was habe ich dann gemacht? Ich hoffe, jetzt funktioniert es wieder. Oder auch nicht. Kannst du einfach eins weiter drücken? Danke dir. Danke. Sehr nett. Danke. Und da habe ich lernen müssen, eine neue Perspektive einzunehmen. Und da möchte ich euch ein Beispiel nennen. Ihr habt so ein Video gehört, ich war kurz als Gärtner tätig, also hatte so einen grünen Daumen. Und in der Gärtnerei habe ich sehr schön gelernt, was es heißt, wie Gott die Dinge sieht. Um Angst zu besiegen, müssen wir Dinge anders sehen. Stimmt? Das wissen wir. Aber das ist oft nicht so leicht, weil die Situation sieht ja beängstigend aus. Und bei uns in der Gärtnerei, mein Chef betreute bei uns in Salzburg, sehr reiche Klienten. Das heißt, wir haben Villen betreut, die Gärten der Villen betreut und vieles mehr. Und mein Chef war dann in der Mittagspause und hat zu mir gesagt, Alexander, du gräbst jetzt einfach mal alles aus in den nächsten 2 Stunden, wo ich nicht da bin. Alles, was so ein Stück weit abgestorben aussieht, also tot. Und ich habe mir gedacht, ich habe zwar heute Schmerzen, es tut alles weh, ich darf meinen Chef aber nicht enttäuschen. Und habe mir gedacht, jetzt bin ich richtig motiviert, ja, und habe ihn dann so gesprungen und gesagt, so, jetzt gebe ich wirklich alles. Und dann habe ich ganz links einen Strauch gesehen, der war so 2, 3, 4 Meter hoch, unterschiedlich gewachsen. Habe gedacht, der sieht so richtig tot aus, habe die Motorsäge genommen, einmal umgekattet, ja. Dann habe ich noch den Krampen genommen, das Ding ausgraben bis zur Wurzel hinunter. Man denkt, die Wurzel muss auch noch raus, das Ding muss ja komplett raus. Und meine Ausgangssituation war, mein Chef wird richtig stolz sein, wenn er zurückkommt. Ja? Dann ist mein Chef zurückgekommen, er ist rein, der hat dann die Hände zusammengeschlagen, er hat gesagt, Alexander, bist du wahnsinnig? Dann man denkt, was hat er denn jetzt? Schwer motiviert, ich gebe da alles und jetzt kriegt man dann noch eine Rüge. Aber schlussendlich hat er mir dann erklärt, Alexander, ich weiß nicht, wie ich es da erklären soll, aber genau diesen Strauch hat diese Familie, steinreiche Familie, diese Pflanze ist über den ganzen Globus eingeflogen worden. Und wir reden da vom 4-stelligen Bereich in Euro damals umgerechnet. Diese Pflanze hat ein paar tausend Euro gekostet und der Punkt ist, diese Pflanze blüht nur alle 5 Jahre. So, ich habe aber die Pflanze gesehen, als wäre sie tot.
Leute, Hand aufs Herz, wie oft sehen wir eine Situation und sagen, da kann man nichts mehr ändern? Ja. Ja, wie die Pflanze. Ja, dann muss ich sie umschneiden. Dann muss ich jetzt aber loslassen. Dann muss ich aber jetzt aufgeben. Und Gott schaut die Pflanze an und sagt, nee, nee, nee. In 2 Jahren blüht sie. Alles blüht in deinem Leben. Vielleicht heute, vielleicht morgen. Die Bibel sagt, alles dient uns zum Guten. Stimmt's? Jawohl. Alles. Auch der lästige Nachbar. Alles. Jeder. Jede Kritik. Jede Sorge. Jeder Schmerz. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, ich muss eine andere Perspektive einnehmen. Und? Da ist Folgendes passiert. Ich habe gelernt, wer nach vorne sehen will, darf nicht nach hinten denken. Ich wiederhole es. Wer nach vorne sehen will, darf nicht nach hinten denken. Wenn ich angefangen hätte, wieder meine Vergangenheit zu sehen, meine Gebrechlichkeit, dann auch noch war ich Stotterer, Legastheniker, hatte Asthma und einen grauen Star. Das kommt im Video ja alles nicht vor. Grauer Star wegen vielen Cortison, Asthma wegen Überreizen, ja, wegen Entzündlichkeiten, Legastheniker, weil ich wenig in der Schule war, Stotterer wegen schlechten Selbstwert. Also genau der richtige Typ als Vortragender, oder? Ja. Der Luis weiß, wen er auswählt. Also genau super, ein Stotterer und Legastheniker, den stellen wir heute auf die Bühne, den brauchen wir. Ich meine, einen Österreicher zu verstehen, ist schon ein Wunder an sich, glaube ich. Ja? Aber grundsätzlich, wenn du nach vorne gehen möchtest, darfst du nicht nach hinten denken. Es ist Gott ganz egal, was gestern passiert ist. Heute segnet er dich. Heute bringt er dich aus diesem Tal raus, wo du gerade bist. Egal, was es ist. Ob es das Geld ist, die Beziehung ist, die neue Jobsuche, ob es deine Verletzung ist, die du noch niemandem erzählst. Es ist völlig unabhängig. Er bringt dich da raus. Schlussendlich habe ich dann eine Bibelstelle bekommen. Heute ist der Tag des Heils. Ja, das war die erste so richtige Bibelstelle. Meine Eltern waren ja nicht gläubig. Keiner in der Familie war gläubig. Bis auf meinen Onkel. Der hat mir dann eine Bibel ins Krankenhaus gebracht. Halleluja. Und in der Bibel ist gestanden, heute ist der Tag des Heils. Und Heil sein, jetzt gehen wir mal durch, bedeutet, wenn man es jetzt bei Google eingibt, oder wie meine Oma so schön sagt, einmal gegoggelt bitte, es heißt, begnadigt zu sein. Spür mal in dich rein und erlebe, dass du Gnade hast. Gnade bedeutet ganz viel. Egal wo du hinkommst, du wirst glänzen. Egal wo du bist, du wirst ziehen. Das bedeutet Gnade. Egal wo du heute noch hingehst, du wirst ziehen. Du bist auch Peter. Wo der Peter heute hingeht, da knallt er. Also, alle an Peter nach heute Nachmittag. Wo Peter ist, spielt die Musik. Warum? Ganz einfach. Weil der Peter Erfolg hat, weil der Peter Ganzheit hat. Er ist gesund. Und noch schöner, er ist erlöst. Amen. Heute, nicht morgen und auch nicht gestern. Heute ist der Tag des Heils. Wir verbringen zu viel Zeit in der Vergangenheit und grübeln, warum es passiert ist. Mhm. Und machen uns zu viel Sorgen über die Zukunft. Es gibt ein Heute. Mhm. Und jetzt klingt es lustig, aber genau dieses Bibelzitat habe ich dann den ganzen Tag im Krankenhaus über mein Leben ausgesprochen. Ich bin durchs Krankenhaus gegangen mit enormen Schmerzen, da hat sich körperlich gar nichts geändert bei mir. Ich habe gesagt, ich werde jetzt nicht mehr aufgeben. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag des Heils. Heute habe ich Gnade, heute bin ich gesund und heute bin ich heil. Und das habe ich mir selber so oft gesagt, dass ich das gespürt habe irgendwann. Und dann habe ich zu Gott gesagt, ich würde mir wünschen als Zeichen, dass du nur eine Kruste runterfallen lässt. Und ich glaube, nach 3-4 Wochen, wo ich das proklamiert habe über mein Leben, heute würde man sagen, bei Instagram, wie es ja gesagt, wir sind ja beide so Social Media Fans, würde man sagen, Manifestation. Self-believing system, würden so Influencer sagen. You have to be manifesting this, was du halt möchtest, dein Auto oder was immer. Es war eine Manifestation, es war gesprochenes Wort Gottes in mein Leben. Macht das Sinn? Ja. Heute
ist der Tag des Heils. Falls dein Nachbar jetzt noch leicht schläft, einfach mal so einen Ruck auf die Schulter und dann meinen Nachbarn sagen, heute ist der Tag des Heils. Vielleicht probieren wir das mal gemeinsam aus. Einfach mal, heute ist der Tag des Heils. Gut, funktioniert schon? Ganz gut? Okay. Also das war der erste Punkt, den ich gemacht habe. Sehr gut, die machen das da vorne, das hat System. Heute ist der Tag des Heils. Gehen wir heute gut raus hier? Ja. Wunderbar. Gut, meine Oma hat immer gesagt, jeder hat eine zweite Chance verdient, das war noch nicht so laut. Gehen wir heute gut raus? Ja oder nein? Ja. Jawohl, jetzt sind wir so ein bisschen im Boot miteinander. Sehr gut, also heute ist der Tag des Heils. Und dann ist wirklich passiert, eine Kruste ist nach ein paar Wochen runtergefallen. Boah. Entschuldigung den Ausdruck, es war ein geiler Tag. Entschuldigung den Ausdruck, aber es war wirklich perfekt. Kennt ihr das, wenn wir den perfekten Tag haben? Da kann jemand kommen und sagen, du bist ein Idiot. Und wir sagen, komm, ich hab dich lieb, lass dich drücken. Da kann uns nichts mehr challengen, nichts mehr aus der Reserve holen. Und wie diese Kruste runtergefallen ist, habe ich gewusst, jetzt ist alles möglich. Alles, was Gott für mich vorhat. Und ich wusste, dass meine Zukunft hoffnungsvoll ist. Das war mein erster Punkt, den ich mit Gott gelernt habe, ist wirklich zu verstehen, dass, da geht vielleicht der Kollege noch, also man merkt schon, ich habe eine große Unterstützung von Kollegen, danke. Das zweite, was ich gelernt habe, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber die Folie ist ja schon älter. Jetzt haben wir ja gerade Corona gehabt, aber die G-Kraft, denke ich mir selber jetzt immer, ist das noch gut, kommt das noch gut an, nach 3G und vieles mehr. Aber die G-Kraft nenne ich sie deshalb, weil das habe ich erfahren müssen, wie ich gesund war, bin. Einfach das Thema geliebt, gewollt und ich bin auch geholfen. Das geliebt, gewollt, geholfen. Du bist geliebt von Gott, du bist kein Fehler im System, du bist gewollt und du bist geholfen. Und da wir heute lauter Männer sind, mache ich jetzt mal einen kleinen Test mit euch. Wenn jeder von euch sich jetzt interviewen würde, was er nicht alles ist, dann würdet ihr vielleicht sagen, ich bin dort Filialleiter, ich bin das und das, ich habe das mir ersparen lassen, ich habe mit einem guten Kollegen hier gesprochen, der war bei der Kampfflieger oder Jäger. Fallschirmjäger, das ist nochmal ein geiler Beruf, oder? Nicht wirklich, okay. Aber das ist schon auf einer Party, wenn man es erzählt, ja, so, ich bin beim Edeka und der andere, ja, ich bin bei den Kampfjäger. Das macht schon richtig Donnerwetter, ja. Also Applaus und danke, dass du gedient hast für dein Land. Einmal Punkt 1. Also, und jeder von uns wird so ein bisschen sagen, ich würde zum Beispiel so sagen, ja, ich bin Motivationstrainer, international gebucht, bei den 500 größten Arbeitgeber in Europa, habe ein großes Haus, fahre einen Sportwagen privat, also richtig, da kommt man auf eine Party richtig sympathisch rüber, oder? Aber oft sind wir so, oft treffen wir so Leute und dann erklären wir bei Männern überhaupt so, was machst du so, ja, das bin in der Kirche engagiert, ja, bin Präsident und dies und jenes. Aber die Frage ist, da wir geliebt gewollt sind, wer bist du? Wer ist der Alexander Ecker, wenn er das alles nicht hat? Wer bist du, wenn du das nicht mehr sagen kannst? Und es ist spätestens am Sterbebett. Da bist du kein Filialleiter, da bist du kein Kirchenleiter, da bist du niemand mehr, außer vor Gott. Und vor Gott bist du geliebt, dann bist du ja wieder alles. Wir erklären meistens die 99%. Überhaupt bei Männern, wenn die schon dastehen, bei so Männerrunden, da gibt es so Freizeiten für Männer, so draußen im Park, wenn sie alle dastehen dann. Und jeder überzeugt den anderen noch mehr, dass er besser ist. Aber das interessiert Gott alles nicht. Gott interessiert das nicht. Er liebt dich so, wie du bist. In deinen ersten Stunden hast du nicht mehr gemacht, wie gegessen und gekackt. Aber Gott hat dich da schon genauso geliebt wie jetzt. Du hast für keinen etwas gemacht, so wie ich, aber er liebt uns. Und wenn wir geliebt sind, wie fühlen wir uns dann? Unschlagbar. Wenn wir uns wirklich geliebt fühlen.
Wenn du dich wirklich geliebt fühlst, kannst du überall stehen und musst nicht einmal sagen, was du geleistet hast. Und die Menschen werden spüren, der ist ein Kaliber. Weil deine Identität ist nicht gegründet in dem, was du getan hast. Oder wie stark du bist. Oder bei so Männerfreizeiten christlicher gibt es auch so Spiele mit Armdrücken. Ne? Ja, und dann sagen sie, ja, naja, wenn wer sagt, hast gut gemacht, dann so, naja, passt schon. Aber der ist schon happy, ne? Dass er auf der christlichen Freizeit da 10 Leute runterboxt hat. Schon ein geiles Gefühl, aber auch das ist Gott egal. Und geliebt und gewollt bedeutet, dass ich in Gott mir klar werde, und es war bei mir so, dass ich in Gott alles vermag, nicht weil ich toll bin, sondern weil Gott mir die Kraft dazu gibt. Und ich habe dann für mich entschieden, dass ich geliebt bin und dass ich alles schaffe jetzt mit Gott, weil er mir die Kraft gibt. Die Kraft, dass ich heute hier nicht stottere, habe ich nur Gott zu verdanken. Oder habt ihr schon stottern gehört jetzt? Bis jetzt noch nicht. Aber ich wäre sehr schwer gefährdet. Bei meinem ersten Vortrag in meinem Leben, was ich gemacht habe, habe ich 800 Mal, also 777 Mal in einer Stunde gestottert. Jetzt stellt sich vor, das wäre jetzt bei euch. Ihr werdet sich denken, na schön, danke Luis, dass du ihn eingeladen hast. Wunderbar. Ja, das wird fast unerträglich sein, so war das aber. Aber wenn man sich geliebt fühlt und sagt, in Gott kann ich eine neue Identität gründen, weil er mich liebt. Gott sagt in der Bibel, danke, er sagt, seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen und wir sind es. Das ist schon cool, oder? Und von wem sind wir die Kinder? Vom König der Könige. Jetzt stellt sich mal vor, ein König kommt hier in die Gemeinde, hier in die Stadt. Ein echter König. Was macht die Stadt? Sie rollen die Teppiche aus, sie sperren die ganzen Gebiete, sie bringen die ganzen Polizei in Aufruf. Ja. Ja? Und die Kinder von den Königen, die gehen ja nicht hinterher und sagen, oh, ich bin das Kind vom König, hallo. Hallo. Ja, hallo, Kind vom König, ja, hallo. Bist du das Kind vom König? Ja. Wie ist dein Leben so? Ja, königlich. Sondern die Kinder vom König, die kommen und sagen, hallo, darfst du meine Hand schütteln? Genau, du weißt halt richtig. So, grüß dich. Aber wie gehen wir Christen oft durchs Leben? Und wir gehen um. Ja. Königskinder stehen auch wie Königskinder da. Egal wie sehr die Stürme wehen. In Gott vermag ich alles, was zu mir passt. Gott ist kein Wunschautomat, aber alles, was Gott für dich vorgesehen hat, wird er dir geben. In Gott stehe ich aufrecht, aufrechte Haltung. Wir machen jetzt mal eine kleine Übung, das ist ganz lustig. Ich bin auf der Kamera hier nicht, seid froh, weil jetzt wird es ein bisschen affig. Ja? Wir ziehen die Schultern jetzt so richtig nach vor, brauchen eher ein bisschen Bewegung darinnen. Und jetzt schauen wir Kopf nach unten und jetzt sagen wir uns selber, also heute fühle ich mich richtig gut. Klappt es? Ja? Klappt nicht. Was würden Königskinder machen? Und? Da ist Power, oder? Wir brauchen eine aufrechte Haltung, nicht nur äußerlich, auch in unserem Geist. Und es ist ganz lustig, weil ich habe auf der Raststation letztes Mal zwei Verliebte gesehen. Ja? Wer von euch ist schon lange verheiratet? Wunderbar. Wer möchte heiraten? Okay? Wer möchte heiraten, aber auf keinen Fall die Frau, die ihr gerade kennt? Okay, wunderbar, wenigstens ehrlich, ja? Also, Verliebte glauben ja, sie könnten alles schaffen. Ich habe letztes Mal zwei kennengelernt auf der Raststation und ich tue gerne Leute beobachten, so ein bisschen ein Berufsschaden. Und dann war es so, ihr habt gesehen, die haben gerade einen Schnitzel gegessen auf der Raststation und dann haben sie miteinander gesprochen. Und was Verliebte machen, ist immer gleich, so die ersten 3 Monate des Verliebtseins, die sitzen alle so da so. Ja. Und dann hat sie so ihm erzählt über ihre Fingernägel. Und du hast gemerkt, er ist gerade voll verliebt, er wacht ja zu, er ist aufmerksam, konzentriert, fokussiert. Und dann hat sie erzählt über die neuesten Fingernagellack-Airbrush-Techniken. Ja, so quasi, man macht das wie beim Auto, man macht hier Airbrush drüber und das hält dann auch länger als normaler Fingernagellack. Ja. Und dann hast du bei ihm so gemerkt, er war ja verliebt, er so, wow,
Und du hast gemerkt, Strohballen in Mexiko. Keine Ahnung, was sie sagt, aber er war total fokussiert. Ja, super. Interessant. Seien wir uns ehrlich, für alle, die schon lange verheiratet sind, das hörst du dir nach 20 Jahren nicht mehr an. Oder? Also wenn ich das ehrlich alle erinnere. Also ich will zwar nicht mehr anmachen, aber wenn man verliebt ist, macht man das. Und was ist, wenn wir verliebt sind am Anfang in Gott? Wir sind offen, oder? Wir horchen ihm zu. Mit der Zeit verlieren wir das. Weil Verliebte glauben, alles ist möglich. Wenn wir Christen wären, glauben wir, alles ist möglich. Und dann geht der Glaube ein bisschen verloren. Und dann war natürlich er dran. Oh, er hat dann einen guten Übergang gemacht. Ja, Airbrush, Nagellack, Farbe, Auto, Color, Autoreifen, Niederquerschnittreifen. Felgen, Tiefbett, 20 Zoll, Audi A4. Und bei ihr hast du gemerkt, oh, wow, so viele Felgenarten gibt's. Und dann sie so Niederquerschnitt, habe ich noch nie gehört. Sie war interessiert. Wenn ich das heute meiner Frau erzähle am Abend, die macht mir gar nicht zu. Ja? Ich liebe meine Frau über alles, aber ganz ehrlich, denn plötzlich macht sich keiner an in einer Ehe. Weil wir nicht mehr verliebt sind. Deshalb müssen wir zu dieser Liebe zurück. Und ich habe gespürt in meinem Herzen, wie ich gebetet habe, dass Gott alles in mir abbricht. Abbricht im Herzen. Die Krusten. Nicht nur äußerlich. Äußerlich ist es immer besser geworden. Innerlich. Ich habe mich in den Spiegel geschaut und gesagt, ich bin geliebt und gewollt. Sag dir das einmal jetzt ganz selber. Wir haben viel gelacht, aber jetzt Hand aufs Herz. Ich bin geliebt und gewollt. Es bin kein Zufall. Auch wenn deine Vergangenheit irgendwie schlecht war, du bist absolut vom Allerhöchsten dieser Welt geliebt. Es ist interessant, wie Menschen, wie sie sich bemühen, Beispiel in Österreich beim Stanglwirt, ihr kennst den vielleicht in Kitzbühel, da gibt es immer die Weißwurstparty. Und was Leute machen, dass sie irgendwie ein Foto mit Arnold Schwarzenegger bekommen. Die springen vom zweiten Stock runter direkt in den Kessel rein, ja? Egal, Hauptsache mit Arnie kurz ein Selfie im Flug. Ja? Und jetzt reden wir vom Arnie, ich habe großen Respekt, der Arnie hat so viel erreicht. Mega Respekt, toller Mensch. Aber Gott bleibt halt Gott. Was tun wir, um Gottes Aufmerksamkeit zu erhaschen? Was tun wir, um in ihn verliebt zu sein? Schlussendlich habe ich dann gelernt, und das war dann immer schwer in meinem Leben, wenn man meinen AMS-Bericht, also Arbeitsmarktservice, angesehen hat, ist gestanden, Herr Ecker ist verwahrlost, Herr Ecker hat keinen Schulabschluss, Herr Ecker ist sozusagen suizidgefährdet, Herr Ecker ist so viele Dinge, das weist jetzt nicht gerade auf Erfolg hin. Ja? Und ich habe gelernt, das zu ersetzen. Ich habe dann auch noch zwei Lehrerinnen gehabt. Die eine war so Fraktion Birkenstock Ökohof, kennt ihr vielleicht so Leute, die hat ein riesen Vogelnest am Kopf gehabt und die hat immer so mystisch gesprochen, so, Alexander, Alexander, glaub an deine Träume, glaub an deine Stärke. Und ich habe mir damals in jungen Jahren gedacht, wow, also wenn man in der Früh schon so viel Drogen wegzischen kann, ist das auch ein Talent, ja. Aber ich habe sie nicht ernst genommen und irgendwann habe ich verstanden, sie hat eigentlich recht. Ich habe meine Meinung dann geändert und meine zweite Lehrerin, die hat geheißen Teufel Ed. Name war Programm. Die ist mal zu mir gekommen damals und hat gesagt, Alexander, wenn du mit deinen Schulnoten so weitermachst, wirst du ein asozialer Penner. Ja, frisurtechnisch hat es recht gehabt bei mir. Aber ansonsten ist aus meinem Leben was geworden. Weil ich was gelernt habe, es zählt nicht, was andere über mein Leben sagen, sondern es zählt, was Gott über mein Leben denkt. Es zählt nicht, was andere über mich schreiben, es zählt, was Gott über mich schreibt. Ich habe letztes Mal Zeugnis gegeben in der Gemeinde, da hat mir einer per E-Mail geschrieben, war eh mutig. Und von meinem Fleischer wollte ich ihn dann besuchen, ich mache ja auch schon 20 Jahre Kampfsport. Da hat er geschrieben, sie kleine dumme Kreatur. Sie sind von der Pest gezeichnet worden und sie haben sie immer noch. Es gibt keinen Gott, der sie liebt. Sie sind der allerletzte Abschaum auf dieser Welt. Ich hasse sie. Bitte geben Sie kein Zeugnis mehr. Sie machen nur Blödsinn. Ja, solche E-Mails motivieren, oder? Ja, natürlich. Aber es ist mir völlig egal, was der schreibt. Also ich habe das E-Mail, man denkt, soll ich zurückschreiben? Nee.
Man hat viel Wichtigeres zu tun, oder? Ja. E-Mail gelöscht, gedacht, was denkt Gott über mich und erledigt es das. Und ich habe angefangen zu lernen, was Gott über mich denkt und angefangen zu verstehen. Und was ist daraus geworden? Es ist mein Zeugnis heute. Meine Lehrerin hat gesagt, ich bin zu blöd zum Lernen und ich habe beide Studiums mit Auszeichnung abgeschlossen. Halleluja. Also alle, die vielleicht noch beim Studieren irgendwas machen, vielleicht auf zweiten Bildungsweg oder jetzt, gibt Leute, die auch später anfangen, hier mal Young Generation, studierst du auch, was machst du? Abi, ja, das ist dasselbe. Alles kompliziert, ne? Okay, also, der liebe Gott sagt, ich schenke meinen Kindern im Schlaf. Du musst ganz viel schlafen. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Also, Gott hat mich zwei Studiums wirklich mit Auszeichnung abgeschlossen. Wie geht's weiter? Ich war ja eigentlich zeugungsunfähig durch die vielen Medikamente, was ich bekommen habe. Der Kleine ist ja heute mit, ich weiß ja gar nicht mehr, wo er jetzt überhaupt ist. Da sitzt er hinten. Also ich habe eine tolle Familie, eine tolle Frau bekommen, wollte immer auch eine Frau haben, habe mir gedacht, ich bin so hässlich, ich kriege keine. Habe heute eine attraktive Frau und bin glücklich darüber. Wäre auch blöd, wenn du jeden Tag aufwachst und denkst, oh Gott. Ja? Ist ja schön, wenn wir schöne Frauen zu Hause haben, oder? Männer, ganz ehrlich. Ja? Okay, das ist, kommt, da muss man ja, dauert immer ein bisschen, Aber der Punkt ist, und dann ist auch noch ganz wichtig, ich habe euch ja erzählt, ich habe mich so oft beworben. Ich habe mich am Bau beworben. Ich war kleinwüchsig, unterernährt, viele Allergien gehabt. Ich habe mich bei der Bank beworben. Da haben sie mich natürlich angenommen, weil stellt sich mal vor, jemand, der so aussieht, steht am Schalter. Da glauben die Leute, oh je, Halloween gerade wieder, jetzt ist August. Ja, aber die Sache ist, die Leute fürchten sich natürlich. Also habe ich keinen Job bekommen. 107 Bewerbungen. Und wisst ihr, und das erzähle ich euch jetzt nicht, um anzugeben, sondern dass ihr Gottes Gnade erkennt. Von diesen 107 Bewerbungen sind heute 70% meine Kunden. Halleluja. Und letztes Mal war ich in der Schweiz. Da hat mich der Vorstand mit einer Limousine abgeholt vom Flughafen. Und da bin ich drin gesessen, ich war komplett überfordert. Da hat er gesagt, holen Sie den Herr Ecker ab, geben Sie ihm das schönste Zimmer und tun Sie alles mit ihm, was er so sagt. Und da haben wir gedacht, wie weit kann es Gott treiben, dass du dich eigentlich beworben hast, keine Chance gekriegt hast und du wirst vom Flughafen abgeholt. Ist das nicht super? Weil Gott diesen Alexander nie vergessen hat. Ich habe nicht drauf gehört, was andere sagen, sondern öfter gelesen, was Gott über mich sagt. Nimm dir jeden Tag die Bibel und spreche über das Leben aus, was Gott über dich sagt, egal was andere über dich sagen. Können wir das so einklinken? Ja. Wunderbar. Wir sind schon ein Team jetzt beim Folien weiterklickt, das ist cool. Ja, und das ist heute mein Beruf. Also ich bin vom Beruf natürlich Motivationssprecher, Coach und vieles mehr. Und ich bin dankbar, dass ich es machen darf und dass ich es auch kann, weil Gott benutzt genau die Menschen in ihren Defizit, nicht in ihren Stärken. Er benutzt die Schwachen. Er benutzt die, die vielleicht, wo man es gar nicht vermuten würde, dass sie es können. Und schlussendlich habe ich gelernt, dass ich geliebt bin. Ja, letzter Punkt für heute, weil sonst schmeißt ihr mich von der Bühne. Geht's noch? Oder denkt ihr, ja, Gott, ich bin froh, wenn der Österreicher weg ist. Letzter Punkt für heute, Punkt 3, was ich gelernt habe im Glaubensleben ist, es muss nicht immer einfach gehen, und zwar halte durch. Beim Abi ganz eine wichtige Regel. Halte durch. Halte es aus. Wir leben in einer Gesellschaft, wo alles schnell geht, oder? Ja. So manche kriegen ja schon so eine leichte Irritation, wenn sie bei WhatsApp was rausschicken. Ja? Ich schicke jetzt an Luis eine Nachricht und der Luis antwortet nicht in der Stunde. Und dann schreibt man auch mal hinterher, hast du meine Nachricht bekommen? Wir können nicht mehr das aushalten. Und wenn dann das blaue Häkchen aufleuchtet und der antwortet immer noch nicht, da muss ich nach München fahren, da muss ich mit Luis reden. Das geht ja gar nicht. Wir Menschen brauchen alles heutzutage sofort. Es gibt Ein-Minuten-Menüs, es gibt Beziehungsseiten, Wischen links, rechts, gefällt mir nicht, nehme ich nicht. Es gibt, wenn du heute, ich habe viele auch mit der Young Generation zu tun, wenn ich die frage, hey Leute, du bist jetzt 24, wo siehst du dich in 10 Jahren? Klare Antwort, Vorstand.
Okay, mit 32 schon Vorstand. Wow. Wenn ich da frage, du siehst dich vielleicht ein bisschen geringer, dann so spätestens mit 24 Filialleiter. Wow. Millionär. Podcast, gibt einen Haufen YouTube-Videos, wo dir gesagt wird, der New Generation, du bist mit 19, kannst du Millionär werden. Früher hat man auch von Sparen gesprochen. Alles geht schnell, oder? Und wir können nicht mehr durchhalten. Aber beim Durchhalten brauchen wir eine Prämisse, die Lukas 18 uns sagt, was für den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Vielleicht probieren wir es mal gemeinsam sagen. Was für den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott? Ist bei Gott möglich. Das ist okay. Oder? Das hat Kraft. Wenn du jetzt rausgehst und heute noch was erlebst, wo du sagst, das ist fast unmöglich, zum Beispiel vergeben. Ich vergebe der Nachbarin. Und dann gehe ich rüber und sage, du, ich wollte mal mit dir sprechen, ich möchte vergeben und so. Und die Nachbarin steht dir gegenüber und sagt, das ist gut so, dass du es einsiehst. Da kommt so, Jesus liebt dich auch. Ja, da kommt so eine innere Kritik, ja, so, aber es ist dir möglich, okay? Weil Gott es möglich macht. Du kannst nochmal sagen, du hast absolut recht, ich habe mir meinen blinden Fleck nicht angesehen und ich möchte vergeben. Ich möchte dich heute am Abend zum Essen einladen. Ich bezahle alles. Vielleicht sagt sie dann noch, ja, so könnten wir wieder im Reinen. Und du denkst so, aber dann beim Abendessen passiert was Gutes. Und das zählt im Leben. Was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Was heißt das für uns im Alltag? Wie bin ich gesund worden? Ich war ja äußerlich nicht sofort gesund. Ich habe jeden Tag in der Früh, ich habe programmiert, heute ist der Tag des Heils. Diese Socken, die ihr hier seht, habe ich mir jeden Tag 2 Stunden vor meine Füße mit Kamillentee immer Millimeter für Millimeter runterreißen müssen. Und bei jedem Riss hat der Feind mir gesagt, du wirst aufgeben. Du bist nicht am Ende. Du wirst versagen. Du wirst keine gute Zukunft haben. Du glaubst wirklich, dass es Gott gibt. Und es war so schmerzvoll, Leute, das kann ich euch gar nicht sagen. Und so ermüdend. Und allein in der Phase, mich vom Polster runterzulösen, mein Gewand mit Kamillen, die aufzuweichen, die ersten 4 Stunden in meiner Früh, hat mir schon so viel Kraft gekostet, wie wenn ihr anfängt, jetzt einen Marathon zu laufen. Es war so ermüdend. Und ich habe mit jedem Ziehen, habe ich gesagt, es war so ein bisschen wie Navy Seal Ausbildung in einer anderen Form. Mit jedem Ziehen habe ich gesagt, dieser Gott wird mir die Kraft schenken. Was bei den Menschen, Alexander, unmöglich ist, wird durch Gott möglich werden. Macht das Sinn? Ja. Und wenn wir heute rausgehen, jetzt am Wochenende, der Samstag geht los, wir haben da draußen Möglichkeiten, oder? Amen. Nutzen wir die. Nutzen wir Männer die. Wir Männer sollten einen Unterschied da draußen machen. Christen sind nicht besser, aber besser dran. Ja? Wie hat es deinen Alltag ausgeschaut? Nimm mal her, unmöglich. Wenn ich unmöglich hernehme, vielleicht sagst du, du bist nicht stark genug. Vielleicht hast du die Ausbildung nicht. Vielleicht sagst du, ich bin kraftlos. Ich bin jetzt schon in einem Alter, wo ich müde wäre. Ich will das nicht jetzt nur mehr in der Kirche machen. Ich will da nicht nur mehr hinfahren. Ich will das nicht nur mehr organisieren. Vielleicht fühlst du dich ohne Einfluss. Dann sag Gott, sei machbar. Sei stark, sei mutig. Halt es aus, ich gehe schon raus, weil dann bin ich nicht am Foto. Sei einfach der, der imstande ist, wenn du bist berufen. Jeder von euch, ich spreche euch das wirklich zu, ist berufen und stark genug, genau für das, was Gott für dich geplant hat. Für nicht mehr, aber auch nicht für weniger. Ich habe genau die Kraft, jeden Tag, die ich brauche, für meinen Job und für meine Berufung in Gott. Ich werde kein Pastor, keine Angst. Ich wäre wahrscheinlich der schlechteste Pastor in Österreich. Meine Frau eine Pastete, hat mein Pastor immer gesagt. Wäre schlecht, aber bei Gott ist es möglich. Und schlussendlich ist es wichtig, dass wir verstehen, wie Jesus mit den Problemen umgegangen ist. Ihr kennt die Geschichte mit den Gelähmten? Ihr kennt die Geschichte, wo die Freunde den Gelähmten zu Jesus bringen und durchs Hausdach durchlassen? Schauen wir uns das ganz kurz an, 4 Minuten noch, was da passiert.
Der wird runtergelassen. Das ist ein armer Kerl. Und wir haben alle Mitleid mit ihm, oder? Und wisst ihr, was der Vorteil ist? Menschen, die Probleme haben, die haben einen riesen Vorteil. Soll ich euch denn sagen? Wie das auch sogar heißt, gibt es eine Begrifflichkeit. Die haben Sekundärgewinne. Ja, Sekundärgewinn. Wenn der Alexander nicht lernen wollte, ja, was habe ich dann gemacht? Dann war ich einfach müde und krank. Was hat die Lehrerin gesagt? Alexander, hast du heute nicht geschlafen in der Nacht? Die ganze Woche nicht, oder? Ja, okay, dann möchtest du die Prüfung nochmal extra schreiben? Ja. Meine Schwester war in den 90er Jahren in Jesolo und ein bisschen in Kroatien. Wisst ihr, wo ich überall war? Weltweit unterwegs. In Thermen, in Krankenstationen, in Kurbädern. Herrlich, ich war in weltweit. Spanien, Griechenland, Türkei, Amerika. Meine Schwester war in Jesolo, Einkaufsstraße. Aber ich war weltweit. Hat alles einen Vorteil. Wenn du eine Freundin hast oder eine Bekannte oder eine Arbeitskollegin, die Migräne hat, die wirst du nie so hart annehmen wie jemand, der gesund ist. Stimmt's? Mhm. Auch in der Kirche. Der ist arm, den lassen wir in Ruhe. So, Jesus wusste das. Das ist ein armer Kerl. Aber er ist runtergelassen worden. Jetzt stellen wir uns das so ganz romantisch vor, dass Jesus hingeht und sagt, hallo Thomas, sollen wir ein bisschen Lobpreis einspielen? Hey Paulus, komm mal her. Oder Johannes, komm mal her. Judas, wo ist das Geld? Nein, komm mal her. Ja? Und dann fragt er den Mann, magst du eine Cola mit Eis? Oder wie geht's dir heute so? Wie ist dir in den ganzen Leben gegangen? Und darf der Herr, der so arm ist, einmal eine Stunde sein Leid erzählen? So ist oft in der Gemeinde, oder? Ja? Und dann redet er. Ja, wie hat alles angefangen? Und Jesus horcht ihm zu, lächelt ihn an und sagt, oh ja, ich verstehe dich. Könnt ihr bitte noch eine Cola für unseren Freund hier bringen? Ich möchte ihm jetzt gleich die Hände auflegen. Leute, das war überhaupt nicht so. Der ist runtergelassen worden. Jesus geht hin und sagt, sündige nicht mehr. War wie romantisch, oder? Stell dir mal vor, du begegnest jetzt Jesus, der kommt da rein und sagt, oh, Jesus ist da. Du hörst an Alexander Ecker sowieso nicht mehr zu. So, jetzt gehen wir zu Jesus und ja, jetzt wieder was sagen und es wird ganz heilig werden. Sündige nicht mehr. Oh, aber das kann dann nicht Jesus sein. Falsche Person, ne? Aber so war es. Er sagt, sündige nicht mehr, steh auf und geh. Er hat ihn aktiv aufgefordert, oder? Mach das nicht mehr, dich zu bemitleiden. Lass endlich deine Freunde aus dem Spiel. Steh auf und geh. Macht das Sinn? Manchmal müssen wir aufstehen. Und um aufzustehen, müssen wir einfach verstehen, dass es Zeit ist, die alten Dinge loszulassen. Und zum Abschluss haben wir gedacht, bei Männern kommt es ganz gut an, wenn wir zu Ende gemeinsam ein Bierchen trinken, oder? Wollen wir das machen? Okay, gut, so ein Abschlussbier, Luis ist genehmigt, oder? Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin mega inspiriert worden von den Dingen, die ich von dir gehört habe. Und ich habe da einige Sachen aufgeschrieben, die ich gerne auch wieder mit euch teilen möchte. Und zwar Influencer. Es liegt in euren Händen, die Menschen, die um euch herum sind, zu beeinflussen. Ihr könnt den Unterschied machen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch mal ein schönes Wochenende, nach Hause kommen. Also, schön, dass ihr da wart. Danke.